voll die Chromium-Autos hier. So, wir müssen runter auf 30, das schaffen wir doch, ne? Guck mal hier. Ja, wir kommen jetzt langsam in Aachen rein, ne? So Innenstadt. Schon wieder so ein Chrom-Auto. Entschuldigen Sie, ich komme nicht aus Aachen, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Please open the door. Guten Abend. Guten Abend. Ja, was war noch? Während meiner Abwesenheit. So, ich war auf der Gamescom. Das erste Mal. Ich war auf der Gamescom. Und wusste seit Ewigkeiten in Köln. Aber ich war erst jetzt bei der Gamescom. Schön, ne? Ja, auch interessant gewesen. Man konnte das ein oder andere Victoria sehen. Allee. War natürlich aber auch natürlich, ja, muss man ja auch ganz klar so sagen, Sachen bei, die einen überhaupt nicht interessieren. Dankeschön. Auf jeden Fall erlebniswert. Ne? Teuer ist es jetzt auch nicht wirklich. Alles zu erschwinglichen Preisen. Außer die Verpflegung vor Ort, die ist natürlich der Knaller gewesen. Also ich habe da echt so meine, ich sag mal, für eine Veranstaltung, wo eigentlich nur was vorgestellt wird, ja? Die teuerste Coke meines Lebens getrunken. 0,5 Liter, 4 Euro. Ja, das ist eine Ansage, ne? 4 Euro für die Coke. Ein wenig hart, wenn du mich fragst. Und Essen ist genauso teuer gewesen. Ein Stückchen Pizza, ein Stückchen hier so Pizzahut-mäßig, ne? 6 Euro. Für nur Käse. Schon heftig. Abend. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Oh, habt ihr alle nur 10er? Dankeschön. Bitteschön. Da ging auch schnell, wa? Wow. Guten Abend. Guten Abend. Einmal die Kurzstrecke. Ja, die Kurzstrecke kann doch laufen. 10er, ey. Alter. So, wir sind jetzt auf 3. 5. Hier, das ist ganz viel Kleingeld. Hab ich extra gemacht. Und weiter geht's. Ja, Gamescom. Da sind wir stehen. Ganz lustig, war Schlossstraße. Microsoft war ja auch vertreten mit der Xbox. Oh, warum schalte ich einen Blinker? Weiß ich noch gar nicht. Irgendwie war alles leer da. Eine riesige Bühne und kein Schwein da. Was läuft da? Spotify. Super, da kann ich mir auch zu Hause reinpfeifen. Was halt so ein bisschen schade ist, es ist ein bisschen überrannt, die Gamescom, ist meine Meinung. Ja, also du kommst nicht so wirklich zum Antesten, wenn ja, irgendwie ganz, ganz kurz, ja, hast dich vielleicht mal hingesetzt. Oh, Entschuldigung. Ach, hier fahre ich jetzt aber nicht drauf. Und, geht das heute was schneller hier, Kamera? Danke. Hallo. Einmal Tageskarte. Einmal Tageskarte. Und Entwickler, mit denen kannst du auch nicht so wirklich sprechen, weil die ganzen Großen schon da sind. Eine Kurzstrecke, bitte. Das Licht anmachen, ich sehe nichts. Ja, mach die Augen auf. Was wolltest du haben? Habe ich mich jetzt nicht verstanden. Eine Kurzstrecke. Ja, warte, hier. So, dann kriegst du das. Danke. Das. Bitte. Guten Tag. Abend. Aber komm, wir sind ja freundliche Busfahrer. Wir machen jetzt mal hinten Stereolicht an. Warte.
So, jetzt dürft ihr hier was sehen, ne? Seht ihr auch nicht genug. Und ich werde jetzt hier vorne geblendet wie sonst noch was, ne? So, jetzt habe ich schon wieder rot. Das ist natürlich geil. Sirren. Ich sehe noch ein bisschen ab. Ja, wie gesagt, du guckst nicht wirklich dazu, viele, viele muss es ja nicht sein, ne? Gespräche zu führen. Also Informationsaustausch, der findet nicht so wirklich statt. Ich meine, im Nachhinein habe ich nämlich dann auch noch so auf YouTube noch ein paar Sachen entdeckt, die hast du vor Ort so gar nicht gesehen. Die hat man sich halt bestimmt auch reingeführt. Normaluhr. Ja, Normaluhr. Interessant fand ich, das habe ich dann auf YouTube gesehen. Wenn ich mir gerne auch vor Ort bei Live reingeschaut. Ein PC quasi unter Wasser. Ein halbes Gehäuse da mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt. Und oben sie dann. Hallo. Meine Fresse. Nee, auf jeden Fall die halbe Flasche da befüllt. Ich weiß gar nicht, ob ich bei drei fahren darf. Ich glaube nicht, ne? Keine Ahnung. Wir bleiben einfach mal stehen. Auf jeden Fall befüllt, ne? Soll dann für die Kühlung sein. Sah interessant aus. Das Gespräch war auch soweit. Das Interview, was da geführt worden ist, sagen wir mal so, weil ich habe ja nicht mit ihm gesprochen. Auch sehr, sehr clever eigentlich. Ich glaube, ich hätte fahren dürfen. Naja, egal. Und ja. Und der Preis, der war abschreckend. 10.000 Euro. Hat man auch mal ebenso kurz, damit der Rechner kühl bleibt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sagen wir mal, wenn die das so durchsetzen können, so wie die sich das vorstellen, mit der zweiten Flüssigkeit, die die ja schon haben, womit die aber noch nicht zufrieden sind, weil die ja sehr stark auf Raumtemperatur reagiert, wäre das die Wasserkühlung 2.0. Könnte dann auch gut die Wasserkühlung, die klassische, ablösen. Aber das Ganze macht den Rechner natürlich richtig schwer, ne? Also der sagte, wenn er befüllt ist, kann man gut 15 Kilo dazu rechnen. Das ist eine Menge. Fand ich interessant. Weil allein, mal aus der Vergangenheit kenne ich das auch. Wir haben einen älteren Rechner gehabt. Der war jetzt nicht so... Abend. Hallo. Hallo. Gaming-Maschine? Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, okay. War dann eher so der Office-PC. So, das mache ich jetzt auf 8. Danke. Bitte. Und in heißen Tagen, wenn sich die Wohnung dann auch noch schön aufgeheizt hat, da kommt man dann Einschalten von dem Gerät relativ vergessen. Das scheint wieder auszuschalten, war eben so heiß. Ja, verständlich. Und mit so einem System könnte man das natürlich dann auch in den Griff kriegen. Wallstraße. Weil ist ja dann gekühlt. Richtig gekühlt. Vor allem, ich hätte ihn auch aus einem anderen Grund hätte ich ihn gerne gesehen gehabt oder auch gehört. Bei dem Video konnte man sehen, dass die Flüssigkeit ja durch das Erhitzen anfängt zu kochen. Und die hat einen Siedepunkt bei 80 Grad. Und ich nochmal auf. Guten Tag. Taschen. Ja, ob man dieses Blubbern hören würde, das würde mich auch interessieren.
Weil wäre auch ein bisschen nervig, wenn ihr unter einem Schreibtisch oder jemand irgendwo man den Link stellt. Denn manche stellen sich so ein PC ja dann auch auf den Schreibtisch, falls Hingucker. Wenn ich die ganze Zeit dieses Blubbern hören würde, würde mich dann auch irgendwo nerven nach einer Zeit. Genauso wie mich jetzt gerade Omsi nervt und gerade mal tierisch abschmiert, fängt er sich nochmal? Nein, er fängt sich jetzt anscheinend nicht mehr. Das ist schade. Ja, jetzt seht ihr nichts mehr. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Omsi hat uns Abend. Wieder zurückgesetzt zur Waldstraße. Naja, egal. Wir fahren einfach ab da weiter. Einen normalen Fahrschein, bitte. Was willst du haben? Einen normalen Fahrschein. Ja, kannst du kriegen. Ja, aber Omsi, geil, ne? Funktioniert direkt wieder von vorne rein nicht. So, 1, 2, 3. 1 und 2. Bitteschön. So, jetzt haben wir wieder einen leeren Bus. Das ist auch wieder was Feines. Ja. Die Beleuchtung und so, alles ist angeblieben, aber der Bus ist leer. Und vor lauter Aufregung, ne, Hass schieben auf Absturz, weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen bin. Aber die muss. Theater. Theater, Theater, la 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 la. So. Nee, ja, stimmt. Ich war doch bei der extrem kühl Geschichte. Ja, da würde mich echt interessieren. Blubbert das Ding? Hört man das? Alles Gespräche, die man so nicht führen kann. Als kleiner YouTuber. Oder als Privatperson. Du hast da keine Chance. Du kommst einfach nicht dran. Gut, gelohnt hat sich es trotzdem. Auch wenn ich kaputt war danach. Guck mal, da ist die andere 33. Ich verstärke dich, glaube ich. Ich habe auch nur keine Ahnung, ob ich das wirklich tue. Ja, der fällt auch noch Blomme da. Wir fahren ihm jetzt hinterher. Weil ich bin ja der Verstärker. Gucken wir uns die ganze Zeit einen Bus ansehen, Bruder. Isaac. Ja. Ja, dann. Oh. War ich noch in Koblenz? Mit Gerd und Mario. Und da waren die Simulator-Tage. Groß angekündigt. Boah, der Lotus, ja. Ich komme da rein, sehe ein Lotus-Schild, habe gedacht, wir würden die mich verarschen. War echt der erste Eindruck. Total kleiner, püppliger Stand. Und Omsi will mich auch verarschen. Ruckelt sich hier ein zurecht. Hallo Omsi, jetzt mach doch mal. Danke. Mann. So, der will nicht mit mir fahren, fahren wir weiter. Ah, ich hab Brot, scheiße. Aber ich kann ja als Verstärker überholen. Ja, jetzt kommt dieser Busbahnhof, jetzt wird's interessant. Aber weil ich fliegen schieben muss. Innenstadt, Aachen, es ruckelt. Vielleicht muss man noch ein paar, wenn ich Aachen spielen will, vielleicht noch mehr runterfahren an Einstellung. Gehe ich mittlerweile vom Pass von aus.
da rein. Richtig fahren, Andreas. Uhuhu. Danke. So, dann muss ich hier halten und habe jetzt wahrscheinlich erstmal Ewigkeiten Pause. Ruckel, ruckel. Abend. Abend. So, wann muss ich denn hier wieder losfahren? Oh, mal ins Kieke. Weil das könnte jetzt dauern, ne? Weil ich meine, am Bahnhof haben wir Däuschen. Wo steht der Bahnhof? Ach, muss man noch um 19.16 Uhr. In 2 Minuten. Elisen Brunnen. Abendbus hoch. Genau, da waren wir gerade. Was sind wir jetzt? Ja, wie gesagt, die Simulator da. Total klein. War im DB-Museum gucken. Das Einzige, was interessant war, ganz ehrlich, waren die alten Züge. Okay. Ich habe voll einen am Vorsingen. Und hallo. Huhu. Ah ja, er hat's gepeilt. ein ganz kleiner Stand von Lotus, wie gesagt. Ein paar andere waren dann auch noch da, so Zugsimulator technisch. Da habe ich mich jetzt aber nicht so drum gekümmert. War ein richtig lustiger Tag, wie gesagt, ich war da mit Gerdo Mayo, haben wir dann auch noch Felix Spiel getroffen und Nordrhein TV Let's Play oder wie jetzt. Ansgar. Ich weiß nicht, ich komme immer mit seinem Kanalnamen durcheinander. Aber ist ja egal, ihr wisst ja, wen ich meine. Auf jeden Fall Nordrhein TV Play, glaube ich. Ne? Irgendwie so. Ich meine schon. Wisst ihr was? Kann ich nachgucken. Ich stehe ja noch. Warte, jetzt bin ich. Jetzt muss ich ja mal nachgucken. Ich weiß gar nicht mal, wie der Kollege heißt. So. Geht ja alles relativ flott heutzutage. Drücken wir da drauf. Drücken wir da drauf. Und. Machen wir das so. Nordrhein TV Play, sag ich doch. Ah. Man findet ja was. Und Let's Play hat er ja nicht da drin. So, wir können weiterfahren, sagt er. Jetzt kriegt los. Hallo, Omsi. Danke, Omsi. Steht der Kollege eigentlich hinter mir? Ja, da steht noch ein Kollege. 47, der Knut stehen. Mit der Linie 4. Wollen alle hier rein. Und nix dich vorne an der Spitze. Und krieg grün und fahr los, Baby. Fahr los, Baby. Ab geht die Post. Die wilde Fahrt geht weiter. Wir will nochmal warten. Und nicht eine Runde. Immer wieder dabei sein. So fein sein. Minoritenstraße. Die Minoritenstraße. Da fahren wir jetzt auch mal ganz schnell hin. So. Genau. Simulator-Tage. War richtig geil, Alter. Richtig geil. Ich weiß nicht, wie oft wir uns verabschiedet hatten und trotzdem noch da saßen. War lustig. Richtig lustig. Haben wir richtig Spaß gehabt. Omsi? Hallo? Nicht schon wieder kommen, Kind. Ja, danke. Meine Fresse. Heute anstrengend. Lotte rein und raus, ne? Ja, mein Schatz. Der Papa ist immer noch am Aufnehmen. Ach ja. Let's Play mit Kindern. Schön, ne? Gibt's nicht in jedem Kanal, aber exklusiv bei mir. Da gibt es Kinder im Hintergrund. Schöne Sache.
Frischer Gässchen. Ja, was haben wir so in Erfahrung bringen können über Lotus? Nicht viel, ne?